Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man in einem einfachen Netzwerk aus Widerständen, einer Kapazität und einer Induktivität alle Ströme und Spannungen mit Hilfe eines Zeigerbildes über die Impedanzen bestimmen kann. Als Beispiel dafür nutze ich mal folgende Schaltung aus einer Spannungsquelle und einer dort angeschlossenen Kapazität. Und dann gibt es, wie schon besprochen, einen Widerstand. Ich zeichne die Schaltung mal schön groß, dass ich da nachher noch viele Sachen unterbringen kann. Und parallel zu diesem einen Widerstand gibt es jetzt eine Reinschaltung eines weiteren Widerstandes und einer Induktivität. Und diese ganzen Bauelemente kriegen jetzt noch ein paar Werte. Diese Kapazität, für die schreibe ich gleich mal die Impedanz hin. ZC ist natürlich 1 durch J Omega C, ganz allgemein. 1 durch J kann man auch schreiben als minus J und die Reaktanz sollen mal 4 Ohm sein. Dieser Widerstand hier, der Widerstand R1, das sollen 10 Ohm sein und diese Induktivität hier schreibe ich auch direkt als Impedanz hin. ZL, J Omega L, das sollen J 10 Ohm sein und dieser Widerstand hier, der Widerstand R2, der soll als Wert mal 20 Ohm haben. Und diese Quelle hier, UQ von T, die schreibe ich hier unten mal als Zeitfunktion hin. Das UQ von T sollen sein 16 Volt mal Sinus von Omega T. Und diese Zeitfunktion kann man jetzt natürlich auch direkt als Zeiger hinschreiben. UQ als Zeiger schreibe ich jetzt mal als Runenspitzenwertzeiger hin, sind dann 16 Volt mal E hoch J 0 Grad. Und das, was gesucht sein soll in der Schaltung, ist mal der Strom hier. Der Strom I von T. Und um jetzt diesen Strom zu bestimmen, ist die Idee, dass wir von innen nach außen die Gesamtimpedanz dieser Schaltung berechnen oder bestimmen über ein Zeigerbild, grafisch. Das male ich hier drüben gleich auf diese Seite hin. Dann haben wir die Gesamtimpedanz aus Sicht der Quelle und dann kriegen wir auch diesen Strom raus. So, und für dieses Zeigerbild zeichne ich jetzt mal hier drüben eine große gaußsche Zahlenebene für die Impedanzen und Admittanzen und da die immer einen positiven Realteil haben müssen, zeichne ich mal nur die rechte Seite, die rechte Halbebene. Das ist die reelle Achse und das hier ist die imaginäre Achse. Und ich fange mal an mit der Impedanz von diesem Widerstand hier, dem Widerstand R1, der ist 10 Ohm groß, einfach reell, zeichne ich mal auf diese Achse hier relativ lang. Das soll R1 sein, der Zeiger der Impedanz oder von diesem Widerstand. Zudem in Reihe geschaltet ist jetzt die Impedanz von der Induktivität. Die ist betragsmäßig genauso groß, zeigt aufgrund des J's aber nach oben. Jetzt muss ich das genauso lang wie das ist hier nach oben einzeichnen. Das könnte ungefähr so bis hierhin zeigen. Das ist dann die Impedanz ZL. Und das sind eben 10 Ohm hier als Länge. Das hier sind auch 10 Ohm als Länge. Und diese beiden Impedanzen zusammen ergeben dann eben die Impedanz dieses Zweiges hier, dieser Reinschaltung, das nenne ich mal ZR1L und das kann ich hier, das könnte man jetzt natürlich ausrechnen, das kann ich hier einfach als grafische Addition dieser beiden Zeiger bestimmen. Das zeigt hier nach oben, das ist das ZR1L und wenn das 10 Ohm sind und das 10 Ohm sind, dann sagt uns der Satz des Pythagoras, dass das hier Wurzel 2 mal 10 Ohm sein müssen. Damit haben wir die Impedanz von diesem Zweig. Jetzt kommt als nächstes eine Parallelschaltung und für die Parallelschaltung ist es schlau, das in eine Admittanz umzurechnen, damit man die mit dieser Admittanz in der Parallelschaltung addieren kann. Für diese Inversion nehmen wir jetzt hier diesen Winkel, der ist positiv
und der ergibt invertiert dann einen negativen Winkel. Und ich zeichne jetzt schon mal das hier in ja, irgendeiner Länge ein mit so minus 45 Grad Winkel. Und diese Länge hier, die ergibt sich natürlich aus dem Inversen von dem, also 1 durch Wurzel 2 mal 10 und 1 durch Ohm ergibt Siemens. Und jetzt möchte ich gern diese 1 durch Wurzel 2 hier loswerden, deswegen erweitere ich mal nochmal mit Wurzel 2. Dann ist Wurzel 2 mal Wurzel 2 2 und macht aus der 10 eine 20. Und dann sieht das hier oben und hier unten so ein bisschen gleich aus. Hier steht Wurzel, also hier steht Wurzel 2 mal 10, ne, weil diese Länge 10 und 10 Ohm ist. Hier steht Wurzel 2 mal 1 Zwanzigstel Siemens. Das sagt mir, dass diese Länge jetzt hier 1 Zwanzigstel Siemens lang sein muss und dass diese Länge hier auch 1 Zwanzigstel Siemens lang sein muss. Letztendlich könnte man das auch, wenn man das jetzt auf Kästchenpapier rechnet, einfach abmessen, 1 durch das rechnen mit dem Taschenrechner und das hier in irgendeinem geeigneten Maßstab einzeichnen. Warum braucht man einen Maßstab? Naja, weil wir Werte haben und weil wir jetzt diese Admittanz hier addieren wollen in der Parallelschaltung, um diese Gesamtadmittanz von diesem Teil der Schaltung rauszubekommen. Und die nenne ich mal YR 1R2L. Und für die brauche ich jetzt noch erstmal die Admittanz von diesem Widerstand. Die male ich mal in grün hier noch an. 1 durch 20 Ohm macht auch 1 Zwanzigstel Siemens. Das kommt hier einfach noch mit dran. Also so lang wie das ist, kommt das noch mit dazu. Das ist der Widerstand R2. Und diese Admittanz hier, das war ja die invertierte, das war das YR1L. Diese und diese addiert, ergibt diese gesamte hier in Orange. Jetzt kann ich auch wieder einfach das, was vom Rechnen her vielleicht ein bisschen schwierig wäre, das kann ich jetzt einfach grafisch machen. Ich kann diese beiden Zeiger addieren. Vom Anfang bis zum Ende, das ist das YR1R2L, was ich jetzt bestimmt habe. Und diese Länge hier, das sind ja immer noch 1 Zwanzigstel Siemens. Und damit, weil ich jetzt kein Kästchenpapier habe und kein Lineal, muss ich mir das wieder so ein bisschen ausrechnen, wie lang das hier ist. Ich habe hier 1 Zwanzigstel und nochmal 1 Zwanzigstel von dem hier. Das sind 2 Zwanzigstel. 2 zum Quadrat sind 4, 1 zum Quadrat sind 1, 2 und 4 sind 5. Also ist diese Länge hier, das sind Wurzel 5 Zwanzigstel Siemens. Das ist die Länge dieses Zeigers. Und um jetzt weiterzumachen in der Schaltung, muss ich diese Admittanz wieder in eine Impedanz umwandeln, sodass ich zum Schluss diese hier in Reihe schalten kann. Also aus diesem kleineren negativen Winkel muss jetzt wieder ein kleinerer positiver Winkel werden und ich zeichne das hier schon mal so nach oben hin. Und jetzt ist die Frage, wie lang muss ich diesen Zeiger machen? Naja, irgendwie muss die Länge von dem das Invertierte hier ergeben, also 20 durch Wurzel 5 und 1 durch Siemens ergibt Ohm. Und jetzt ist das auch wieder mit dem 1 durch die Wurzel so ein bisschen schwierig. Also erweitere ich auch wieder mit Wurzel 5 über und unter dem Bruchstrich. Wurzel 5 mal Wurzel 5 ergibt 5. 20 durch 5 ergibt 4. Also steht hier sowas wie Wurzel 5 mal 4 Ohm. Ne, hier stand Wurzel 5 mal 1 Zwanzigstel Siemens. 1 Zwanzigstel war diese Länge, die war genau doppelt so lang. Also muss diese Länge hier, die muss jetzt 4 Ohm groß sein und das passt mit meiner Skalierung jetzt ungefähr so. Wenn das 10 Ohm sind, könnten das 4 Ohm sein und dann ist diese Länge hier unten, die ist doppelt so groß, das sind 8 Ohm. Und das, was ich jetzt eingezeichnet habe, das ist das ZR1R2L. Das ist die Impedanz von diesem Teil. Und zu der Impedanz von diesem Teil kommt jetzt noch die Impedanz von der Kapazität dazu. Die steht schon hier, minus J4 Ohm. Die kompensiert einfach diesen Teil hier.
Also das hier ist das ZC. Und das heißt, daraus ergibt sich jetzt dann auch die Gesamtimpedanz dieser Schaltung aus Sicht der Klemme, indem ich die Impedanz von diesem Teil und die Impedanz von der Kapazität addiere, so wie ich das schon gemacht habe, dann kommt hier raus, das ist das Z-Gesamt der Schaltung und das sind eben 8 Ohm. Kann ich mal hier unten hinschreiben, Z-Gesamt sind 8 Ohm. Und das ist jetzt so ein bisschen spannend und interessant, weil in der Schaltung natürlich eine Induktivität und eine Kapazität drin vorkommen, die sich aber trotzdem genau gegenseitig kompensieren, sodass aus Sicht der Quelle sich diese Schaltung wie ein ohmscher Widerstand verhält. Und wenn man jetzt die Gesamtimpedanz der Schaltung aus Sicht der Quelle kennt, dann können wir natürlich auch den gesuchten Strom hier als Zeiger ausrechnen. Ich schreibe hier mal nochmal als Zeiger dran I. Der ergibt sich dann einfach aus UQ durch das Z Gesamt. 12 Volt durch 8 Ohm ergeben 2 Ampere mit einem Phasenwinkel von E hoch J 0 Grad. Und das heißt, da kann ich den gesuchten Strom auch schon mal direkt als Zeitfunktion hinschreiben. Wir haben mit einer Amplitude angefangen, einen ruhenden Spitzenwertzeiger draus gemacht. Das heißt, ich schreibe die 2 Ampere hier einfach wieder von dem Spitzenwertzeiger als Amplitude davor und aus einem E hoch J 0 Grad wird wieder eine Sinusfunktion. Und na klar, wenn sich die Impedanz rein ohmsch verhält, dann gibt es keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung in dieser Schaltung. Damit wäre man jetzt eigentlich im Endeffekt fertig, weil dieser Strom ist bestimmt. Jetzt kann man natürlich noch, wenn man möchte, mal so eine kleine Probe machen und sich überlegen, ob das alles so passt und ob das alles so stimmen kann, indem man jetzt mal so sukzessive rechnet, was passiert denn hier in der Schaltung mit den jeweiligen Teilspannungen und Teilströmen. Ich schreibe mal hin, dieser Strom ist 2 Ampere groß. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn diese 2 Ampere durch diese Impedanz von der Kapazität hier fließen, mit dem minus J 4 Ohm, dann müssen hier als Spannung UC minus J 8 Volt abfallen. Das ist die Spannung UC. Dann können wir als nächstes diese Spannung hier bestimmen, die Spannung UR2. Denn diese Spannung und diese Spannung zusammen müssen natürlich die Quellspannung hier ergeben. Die Spannung U Q als Zeiger die 16 Volt. Und das ist ja hier rein imaginär. Das heißt, hier müssen auf jeden Fall die 16 Volt drin auftauchen und hier muss ein plus J 8 Volt stehen, damit sich das und das genau gegenseitig aufheben und diese 16 Volt ergeben. Wenn man jetzt die Spannung über diesen Widerstand weiß, dann können wir natürlich als nächstes den Strom hier durch diesen Widerstand bestimmen, indem man einfach die Spannung nimmt und durch diesen Widerstand teilt. 16 Volt durch 20 Ohm, also das IR2 als Zeiger, sind dann 4 Fünftel gekürzt. Das sind 0,8 und Volt durch Ohm ergibt Ampere. Plus, imaginär nochmal die Hälfte, plus 0,4 Ampere. Jetzt kennen wir diesen Strom hier. Jetzt können wir als nächstes natürlich den Strom in dem anderen Zweig bestimmen, weil diese beiden Ströme müssen ja genau den Gesamtstrom I ergeben. Von den 0,8 Ampere zu den 2 Ampere fehlen uns für den Strom IR1L also noch 1,2 Ampere. Und der Strom ist rein reell, hier haben wir einen positiven Imaginärteil, also muss dieser Strom hier einen gleich großen negativen Imaginärteil haben, damit sich diese beiden kompensieren. Wenn wir jetzt diesen Strom haben, kann man natürlich als nächstes diese beiden Spannungen hier ausrechnen. Die Spannung UR1 ergibt sich dann aus dem Strom mal 10 Ohm, das ergibt 12 Volt plus J 4 Volt und hier unten für die Spannung über der Induktivität ist das ein bisschen trickreicher, weil man noch das J mit reinbringen muss. Deswegen fange ich mal mit dem Imaginärteil an. J mal J ergibt minus 1, mit dem minus 1 ergibt es ein plus 1. 0,4 mal 10 macht 4 Volt und dann noch plus J 4 Volt.
12 Volt. Und jetzt kann man die letzte Probe machen. Jetzt müssen diese beiden Spannungen hier, die Teilspannung über diesen Bauelementen, natürlich diese Gesamtspannung über dem Widerstand R2 ergeben. 4 Volt und 12 Volt ergibt 16 Volt und J12 Volt, halt hier oben muss natürlich ein Minus stehen, weil hier ja auch ein Minus steht. 12 Volt minus J4 Volt ergeben J8 Volt. Das heißt, das Ganze passt ganz wunderbar. Und das, was man jetzt als letztes vielleicht noch in dieser Aufgabe mit einem Zeigerbild oder in diesem Beispiel machen kann, ist mal nochmal von innen der Schaltung nach außen rechnen, weil das auch so ein typischer Fall wäre, ein Strom oder eine Spannung im Inneren der Schaltung ist gegeben und man soll über ein Zeigerbild den Gesamtstrom oder die Gesamtspannung bestimmen. Und dafür zeichne ich hier unten, um das nochmal zu demonstrieren, ein zweites Zeigerbild oder eine zweite leere gaußsche Zahlenebene, auch wieder mit einer reellen Achse und einer imaginären Achse. Und weil man sehen kann, dass diese Spannung und Ströme hier alle einen positiven Realteil haben, zeichne ich auch wieder nur die rechte Halbebene. Und ich fange mal direkt mit diesem Strom hier an, mit dem Strom IRL1. Da sieht man, der Realteil ist dreimal so groß wie der Imaginärteil. Das heißt, ich brauche mal hier so eine Dreierteilung. 1, 2, 3 und hier nach unten. Das wären 0,4 Ampere, 0,8 Ampere und 1,2 Ampere. Und hier unten wären das minus J 0,4 Ampere. Und hier kommt jetzt mein Strom raus. Das ist der Stromzeiger, der sich hier ergibt, der hier so nach unten zeigt. Das ist der Strom IR1L als Zeiger. Daraus kann man jetzt als nächstes diese Spannung über diesen Widerstand zum Beispiel bestimmen. Das ist ja einfach der Strom mal 10 Ohm. Das sind diese 12 Volt minus J4 Volt. Ich zeichne jetzt mal einfach den in der gleichen Länge ein und sage, das wäre die Spannung UR1. Und dann brauche ich hier als zweite Skala, dass das eben 12 Volt wären und dass das hier minus J4 Volt wären. So, dann habe ich diese Spannung hier eingezeichnet. Jetzt könnte ich als nächstes mal diese Spannung hier unten einzeichnen. Die ist ja vom Betrag her genauso groß, weil diese Impedanzbetrag nicht genauso groß ist, eilt aber aufgrund des J's um 90 Grad vor. Das heißt, hier muss ich die jetzt so im 90-Grad-Winkel verdreht eintragen. Das hier geht 3 zur Seite und ein Kästchen nach oben. Jetzt muss ich also ein Kästchen zur Seite gehen und insgesamt 3 Kästchen nach oben. Ergänze ich mal so ein bisschen. Hier wären dann 16 Volt und hier wären eben J4 Volt und J8 Volt. Und die beiden Zeiger addiert, also ich muss jetzt den genauso lang einzeichnen, bloß jetzt um 90 Grad verdreht nach oben. Da muss ich ungefähr, mit Kästchenpapier ist das viel einfacher, hier landen. Das ist der Zeiger UL. Diese beiden Zeiger UR und UL, die ergeben jetzt natürlich die Spannung UR2. Hier fehlt noch ein Strich drunter. Und die zeichne ich jetzt mal vielleicht auch in Blau ein. Das ist einfach die Summe dieser beiden. Das zeigt hier hoch, das ist das UR2. Und wenn ich jetzt diese Spannung weiß, dann kann ich natürlich diesen Strom hier bestimmen über diesen Widerstand. Der Widerstand hier, die 20 Ohm, sind doppelt so groß wie die 10 Ohm hier. Hier habe ich Strom und Spannung genau gleich lang eingezeichnet. Wenn der Widerstand doppelt so groß ist, dann ist der Strom nur halb so groß. Das heißt, an einem Widerstand sind Strom und Spannung wieder parallel, aber der Stromzeiger ist jetzt nur halb so lang. Hier unten waren die gleich lang, hier muss der jetzt nur halb so lang sein, die Hälfte ist ungefähr hier. Das ist dann der Strom IR2 als Zeiger. Und der Strom, mit dem wir angefangen haben, und der Strom IR2, die beiden zusammen, die ergeben jetzt natürlich den Gesamtstrom hier.
Das heißt, wenn ich die grafisch addieren will, muss ich den jetzt mal hier so runter gucken. Der geht zwei von meinen Kästchen zur Seite und einen nach oben. Das heißt, ich muss hier mal noch ein Kästchen ergänzen. Hier wären 1,6 Ampere, hier wären 2 Ampere. Der Zeiger hier runtergeschoben würde dann hier hin zeigen. Das wäre auch nochmal der Zeiger IR2. Und diese beiden zusammen ergeben dann den Gesamtstrom, den ich vielleicht nochmal versuche in Blau einzuzeichnen, hier als Zeiger drüber. Die Addition dieser beiden Ströme ergibt den Gesamtstrom I. Und dann können wir prüfen, der ist tatsächlich 2 Ampere lang. Das passt. Aus diesem Gesamtstrom I kann man jetzt natürlich nochmal diese Spannung hier bestimmen. 2 Ampere mal minus J 4 Ohm machen diese minus J 8 Volt. Und die kann ich jetzt direkt auf diese Spannung drauf addieren, um die Gesamtspannung hier zu bestimmen oder die Spannung von der Quelle zu bestimmen. Das heißt, auf die Spannung UR2 addiere ich jetzt noch die minus J 8 Volt von der Spannung UC drauf und dann lande ich genau hier unten, so dass eben ja, diese beiden, also die Spannung UR2 und die Spannung UC addiert, genau die Gesamtspannung ergibt. Das ist das, was ich jetzt hier eingezeichnet habe als letztes. Das wäre die Gesamtspannung bzw. die Quellspannung. Und dann können wir prüfen, das passt auch. Das ergibt nämlich genau 16 Volt rein reell, genauso wie das hier steht, genau mit der Quellspannung, mit der wir mal angefangen haben. Das heißt, das passt alles ganz wunderbar zusammen und ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man mit Hilfe eines Zeigerbildes der Impedanzen sich von innen in der Schaltung nach außen vorarbeiten kann, um zum Beispiel aus einer Quellspannung oder einem Quellstrom eben genau die andere Größe zu bestimmen. Wenn man die dann hat, ist es relativ einfach, sich von außen nach innen wieder in der Schaltung vorzuarbeiten und alle anderen Ströme und Spannungen zu bestimmen. Und auch ein typischer Anwendungsfall wäre, es ist so ein Strom oder eine Spannung im Inneren der Schaltung gegeben und von da soll man dann sich nach außen vorarbeiten, die Gesamtspannung, den Gesamtstrom bestimmen. Auch das kann man ganz wunderbar grafisch mit einem Zeigerbild machen und sich damit ein bisschen Rechenaufwand bei der komplexen Rechnung sparen.